Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Richtlern und mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und die Ausgangssperren rücken näher, beziehungsweise sie sind ja heute schon in Bayern angekündigt worden. Und es dünkt uns doch ein wenig, dass wir das über das Wochenende oder spätestens am Montag entweder flächendeckend oder an vielen Orten in Deutschland haben werden. Und natürlich stellt sich dann die Frage, Ausgangssperren auf der einen Seite, die Gewährleistung der Kita-Notbetreuung, so sie denn angefordert worden ist, auf der anderen Seite, was gilt es für Träger und Kita-Leitungen hier noch schnell in Anbetracht dieser doch sich rasant entwickelnden Ereignisse, Geschehnisse vielleicht noch zu bedenken. Frau Kollegin. Genau, also die Notbetreuung muss natürlich sichergestellt werden, denn die betrifft ja die Kinder von den Eltern, die eben in systemrelevanten Berufen tätig sind, also Pfleger, Feuerwehr, Polizei, alles im medizinischen Bereich, Labore und so weiter und so fort. Ich muss die Liste nicht weiter ausführen. Das heißt, die sollen weiter arbeiten gehen können und deswegen müssen deren Kinder betreut werden. Das heißt, das betrifft natürlich auch die Kinder während der Ausgangssperre, weil irgendwer muss natürlich auch im Zweifel die Ausgangssperre kontrollieren. Das heißt, da haben wir die Polizisten und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen Erzieher, die in die Einrichtung kommen. Und was man dafür machen kann, darum soll es heute gehen, denn ihr könnt die natürlich unterstützen. Üblicherweise ist ausgenommen, dass man natürlich zur Arbeit gehen darf oder sich zur Arbeit bewegen darf. Aber irgendwie muss man es vielleicht auch nachweisen. Und das ist genau der Punkt, der uns jetzt so ein bisschen beschäftigt. Also wir wissen davon, dass große Konzerne das schon machen und wir als Kanzlei haben das auch schon gemacht. Es mag ja sein, dass in einem allerersten Schritt, es ab heute Abend, am Samstag, Sonntag, Montag, es vielleicht eine Sperre dahingehend gibt, dass nur noch der Weg zur Arbeit und zurück erlaubt sein soll. Aber in einem zweiten Schritt kann es durchaus sein, und das ist für uns relevant, dass ein Papier des Arbeitgebers vorgelegt werden muss auf Nachfrage gegenüber einem jetzt noch Polizisten oder einer Polizistin, aber vielleicht auch die Tage später gegenüber einem Soldaten oder einer Soldatin. Und insofern können wir nur anregen, dass alle Kita-Träger, alle Leitungen nicht nur für die Erzieher, die jetzt gerade aktuell in der Notbetreuung eingesetzt werden, sondern auch die, die als Backup irgendwie oder als Wechsel in den nächsten Tagen dann einspringen sollen, dass für die ein entsprechendes Papier des Trägers angefertigt wird, in dem eben drin steht, dass diese Person in der Einrichtung 4711 arbeitet und dringend benötigt wird. Dringend benötigt wird, oh ja, das ist auch noch wichtig, eben in einem systemrelevanten Bereich, dass man eben selber dabei ist, andere Kinder zu betreuen, um wiederum andere Personen arbeiten gehen lassen zu können. Was ist in dem Bereich noch zu bedenken, Frau Kollegin? Haben wir da noch was? Also dieses Schreiben sollte der Träger ausstellen, möglichst auch noch offiziell, also sprich mit Stempel oder sowas in der Art. Unterschrift ist wichtig oder könnte wichtig sein, damit es nicht irgendwie wie selbst gebastelt aussieht. Auf dem Briefbogen soll es natürlich sein und dann einfach immer dabei haben. Als Arbeitsanweisung mögen das bitte die Erzieher, die für die Notbetreuung angedacht sind oder zu einem späteren Zeitpunkt dann übernehmen sollen. Die sollen das dabei haben, jedes Mal, wenn sie zur Arbeit gehen oder wenn sie von der Arbeit nach Hause fahren, damit sie sich legitimieren können, wenn jemand streng nachfragt und glaubt uns, da draußen wird, das sehen wir ja jetzt schon, wie wenig man sich an die jetzigen Regeln hält, da draußen wird es sehr viele Leute geben, die versuchen dann eben, sich mit irgendwelchen Geschichten da rauszuquatschen, vor allem, weil auch Bußgelder drohen. Und insofern sind wir der Meinung, dass so ein Papier echt hilfreich sein kann. Vielleicht kann es auch die Kita-Leitung oder der Trägerverantwortliche verschmerzen, wenn dann auf dem Papier unten noch für weitere Rückfragen eine Handynummer vermerkt ist, damit gegebenenfalls ganz schnell die Sache auch mündlich geklärt werden kann. Das an dieser Stelle. Wir sagen wie immer, bleibt uns gesund und morgen geht's ziemlich sicher weiter. Bis dahin, ciao. Tschüss.